Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar ist jetzt richtig, wir spielen den Feuerwehrsimulator. Nein, falsch. Wir spielen den Feuerwehr 2014, die Simulation. Simulator. Ah, okay. Vielen Dank nochmal an André für die Version. Wir machen natürlich ein neues Spiel und vorher machen wir das Tutorial. Das Spiel kommt am 21. Mai raus und ich habe die Gelegenheit, euch schon mal die Version Feuer zu zeigen, euch die schon mal Feuer zu zeigen, genau. Ja, hier sehen wir erstmal das schöne Ladebildschirm. Was gibt es Neues? Natürlich eine ganze Menge. Unter anderem, dass das Spiel gerade abgestürzt ist. Das tut mir sehr leid. Firefighter 2014 funktioniert nicht mehr. Programm schließen. Mein Haus ist auch weg. Programm schließen. So, jetzt starten wir das Spiel nochmal kurz. Jetzt kommt nochmal kurz das Intro. Und da sind wir auch wieder, machen wir mal das Tutorial und hoffen, dass das Spiel jetzt wieder nicht abbraucht. Ja, wir waren ja stehen geblieben, was es Neues gibt beim Spiel. Auf jeden Fall die Grafik, wie man hier schon sieht, wurde verbessert. Hallo, du musst unser neuer Mitarbeiter sein. Ich hatte dich bereits erwartet. Damit du dich in Zukunft bei uns gut zurechtfindest, machen wir jetzt eine kleine Führung durch die Wache. Und ich werde dir die wichtigsten Dinge kurz erklären. Die Grafik sieht natürlich viel, viel besser aus. Das Layout ist auch anders, meiner Meinung nach viel besser, und habt ihr es gesehen, die Augen sowie der Mund, die bewegen sich jetzt auch. So, unser Schatten, naja, geht. Ah. Die Maus ist relativ empfindlich, muss ich euch sagen. Ich muss aber kurz gucken, wo jetzt unser Kollege ist. Der ist jetzt nämlich gerade flöten gegangen. Ach, da ist er wo. Komm, nicht aus dem Fenster schauen. Hier spielt die Musik. Hallo, ich bin doch hier. Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Ach, sag doch, dass du hier bist. Mann. Die Folge wird ein bisschen länger. Ich habe angesetzt 20 Minuten. Das ist hier die Stechuhr, die kennen wir ja. Hallo, was ist? Komm, nicht aus dem Fenster schauen. Hier spielt die Musik. Guck doch nicht aus dem Fenster, eau. Hier ist die Stechuhr oder Steckuhr oder wie der Teil auch immer heißt. Hier an der Wand findest du unsere Stechuhr. Pünktlich zum Feierabend um 8 Uhr morgens kannst du hier ausstempeln und Feierabend machen. Alternativ kannst du noch ein wenig länger bleiben, um beispielsweise dein Fahrzeug noch auf Vordermann zu bringen oder etwas Sport zu machen. Achte nur darauf, dass du nicht zu viele Überstunden machst. Das geht auf Dauer zu sehr auf die Gesundheit. Ja, Überstunden sind echt nicht gut. Überstunden werden eh überbewertet. Und was gibt's hier? An verschiedenen Stellen auf der gesamten Wache findest du Getränkeautomaten. Achte darauf, dass du immer ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst, damit du immer voll einsatzbereit bist. Okay. Ah, den Typen hier kennen wir ja. Na, schmeckt. So, wo bist du schon wieder hier oben? Und das hier in der Mitte ist kein Fadenkreuz, nein, das soll einfach nur die Bildmitte halt zeigen. Das ist besonders hilfreich, wenn man zum Beispiel eine Tür öffnen oder eine Tür einschlagen muss. Hier ist unser Fitnessraum. Ich würde dir raten, ihn regelmäßig zu benutzen, um deine Kraft und Ausdauer zu stärken. Okay, kennen wir ja schon vom Vorgänger. Die Musik ist auch viel besser geworden, finde ich. Oh, das Bild ist ja schief. Ey, bist du gerade durch die Tür gelaufen? Ich glaube, das packt. Hallo? Komm, geh auf. Ich bekomme die Tür nicht auf.
Hallo. Warte mal. Das ist ziemlich empfindlich. Ich glaube, ich muss das mal kurz einstellen. Das Spiel wurde angehalten. Einstellungen. Oh, alles auf Mittel, das geht noch gar nicht. Machen wir mal kurz alles auf Hoch, damit wir die bestmögliche Qualität haben, ohne dass das Spiel abstürzt, so wie jetzt nämlich gerade. Juhu. Ja, wir sehen uns nicht gleich, sondern jetzt sofort wieder. Echtzeitspiegelung hoch. So, Gesamtlautstärke ist in Ordnung, Sprache Deutsch, Morse-Empfindlichkeit, so, okay. Mal gucken, ob es besser ist. Eieiei, ist ja noch schlechter. So, sorry Leute, das muss kurz sein. Weiter. Naja, ist jetzt auch nicht der Gelbe vom Ei. Ist das in echt so schlimm oder meine ich das nur? Na, das ist besser. Auf jeden Fall, die Tür bekomme ich jetzt echt nicht auf. Ich muss das hier kurz ein bisschen weggehen, damit der Kollege hinterher rennt. Da, und jetzt ist die Tür nämlich aufgegangen. Da, dankeschön. Komm, nicht aus dem Fenster schauen. Ja. Hier spielt die Musik. Ich hier hinten wieder. Jetzt muss ich schnell hier durchgehen. Wie man hier die Tür aufbekommt, ist mir noch ein Rätsel. Dies ist dein Büroraum. Rechts an der Wand ist ein freies Regal. Das kannst du gerne nutzen, um in Zukunft Auszeichnungen für besondere Leistungen aufzustellen. Okay. Ach, hier sehen wir ja, kommt ihm aus dem Mac-Typ von Fairground 2. Okay. Man sollte hier nicht so viel quatschen, sondern hier mich ranhalten. So, komm, Kollege, nicht rumtrödeln. Wir haben ja, heute noch komm, was vor. Lauf. Hopp, hopp, kusch. Sauber. Auf jeden Fall, dass hier auf einen wartet und auch hinterher rennt, ist sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man hier zu doof ist, eine Tür aufzumachen. Hier ist unser Gemeinschaftsraum. Er wird von der Mannschaft in der Freizeit genutzt, um ein wenig zu entspannen und gemeinsame Aktivitäten nachzugehen. Okay, der Gemeinschaftsraum, aber das kann ich mir nicht alles merken. Sieht aber hier auch schick aus. Die Wache ist auch von außen, sieht man so aus, sieht die so aus wie eine alte Burg. Hallo? Hallo? Ja, guckst du mich so. Oh Gott. Ja, ich warte. Hallo? Okay. Hauen wir mal kurz wieder ab. Oh, unsere Beine, wir haben Beine. Oh, komm, jetzt rennt er. Komm, haben wir ein Einfluss. Hopp, 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 hopp. Oh, der macht mir Angst. Oh. Komm, nicht aus dem Fenster schauen. Hier spielt die Musik. Ja. Gott. Obwohl, die Animation ist echt besser geworden. Und das Bild lassen wir mal so, wie es ist. Das machen wir später noch, weil ich weiß schon, was passiert, aber ich verrate euch noch nichts. Oder ist euch noch nicht. Ah, jetzt bleibt diesmal nicht stehen, sauber. Hier ist die Küche. Na, hier ist unser Schlafzimmer. Der Ruheraum hier ist dir zugeteilt. In jeder 24-Stunden-Schicht hast du die Möglichkeit, dich für insgesamt 4 Stunden hinzulegen, zu ruhen. Kommt währenddessen ein Alarm rein, kannst du die verbleibenden vollen Stunden jederzeit später nachholen. Okay, das kennen wir ja. Ach, wen haben wir denn hier? Den guten Frenkel. Wie du sicher erkennen kannst, ist das hier unser Speisesaal. Hier finden wir uns immer zum gemeinsamen Frühstück, Mittag und Abendessen ein. Oha, wir haben ja ziemlich viele Kollegen, ne? Tempos, alles, für alles ist hier gesorgt. Ah, eine Küche. Lecker. Was hängen wir hier im Stuhl fest? Direkt hinter dem Speisesaal befindet sich unsere Küche. Hier gibt es jederzeit einen frischen Kaffee, um deinen Energiepegel zeitweise etwas anzuheben. Also ich muss echt sagen, jetzt ohne Flachs, die Musik gefällt mir schon mal sehr gut.
Nicht so wie in den anderen Spielen, wo die Musik schon nach ein paar Minuten einer auf die Nüsse gegangen ist. Die laufen auch wesentlich angenehmer und mit den Händen auch viel, viel besser. Insgesamt ist das Spiel auf jeden Fall um einiges besser geworden. Kann man echt nicht meckern bislang. Ja, komm, lauf. Ja. Hier haben wir die Zentrale, also die Leitstelle. Hier befinden wir uns im Herzstück der Wache. Das ist unser Leitstand. Hier kommen alle Alarmierungen rein und von hier aus werden alle Fahrzeuge koordiniert. Okay. Den kennen wir ja schon. Na, was macht die hier so? Oh, du schaust aber gelangweilt aus. Ja. Komm, nicht aus dem Fenster schauen. Hier spielt die Musik. Ich hab gar nicht aus dem Fenster geguckt, also ehrlich. Ja, du erst mal schon durch die, gegen die Tür bzw. Wand laufen, ne? Ist klar. Lauf, Forrest, lauf! Ah, das ist hier aus dem Spiel. Wow, sieht schon nicht schlecht aus. Schnell hier rein, bevor wir wieder nicht reinkommen. Dies ist unser Besprechungs- und Schulungsraum. Hier finden wir uns regelmäßig zu Nachbesprechungen und Schulungen ein. Okay, also hier ist unser Startraum. Da, kann man auch springen? Juhu! Kann man jetzt hier kommen? Spring mal. Sauber. Ach, falsch, abgebogen. Nein, wir müssen hier. Jetzt geht's bestimmt zur Fahrzeughalle, weil hier gibt's auch einiges zu sehen. Wo bist du? Ach, hier. Gut. Hier haben wir die Fahrzeuge, die Einsatzleitung. Endlich ist der schäbige VW Golf 3 weg. Jetzt kommen wir langsam zu den interessanten Dingen. Wie du sehen kannst, ist das unser Fahrzeughalle. Im ersten Abschnitt findest du unser Einsatzleitfahrzeug und unsere beiden TLFs. Ja. Alles klar. Woher ist denn der? Ist hier irgendwo ein Motor an, oder? Komm, nicht aus dem Fenster schauen. Hier spielt die Musik. Komm, Alter, nicht trölen. Was schaust du aus dem Fenster? Hopp, hopp. Genau. So, komm, Kollege, nicht rumtrödeln. Ich warte doch auf dich. Ah, oh, der Typ ist auch cool. Ah, die Einsatzfahrzeuge, die man erstmals fahren kann. Was ist das denn? Ist das eine Mütze? Oder was soll das sein? Im zweiten Teil findest du unseren RTW und unser Notarzteinsatzfahrzeug. Alles klar. Ah, die Toiletten, ganz wichtig, ne? Noch ein TLF und die Drehleiter und Wechsellader. Im dritten Teil befinden sich die Stellplätze für unser HLF, unsere Drehleiter und das Wechsellader-Fahrzeug. Bis auf das Notarzteinsatzfahrzeug wirst du im Laufe deiner Dienstzeit hier wechselweise Dienst auf allen Fahrzeugen haben. Okay. Im Kurztext oder im Klartext, in der Kurzfassung, wir werden mal jedes Fahrzeug fahren oder spielen dürfen. Direkt hinter der dritten Halle befindet sich eines unserer Lager. Hier findest du jederzeit aufgefüllte Feuerlöscher und Atemschutzgeräte. Außerdem findest du hier auch neues Motoröl. Achte immer auf den Füllstand aller Geräte auf deinem Fahrzeug und natürlich auch auf den Ölstand. Leute, wer soll sich denn alles merken? Öl, Atemschutz, Feuerlöscher, Mann. Oh, okay. Hier ist viel zu entdecken. Und hier? Hier befinden wir uns in unserer Wasch- und Instandsetzungshalle. An der rechten Seite befindet sich ein Hochdruckreiniger für die Fahrzeugwäsche und auf der linken Seite befindet sich ein Reifendruckprüfer. Achte bei deinem Fahrzeug immer darauf, dass alle Reifen nicht zu viel und nicht zu wenig Druck haben. Ja, zu viel Druck wäre natürlich nicht gut, weil sonst macht es hinterher Peng. Das wollen wir natürlich nicht. Nein, ich bin so, hier. So, komm, Kollege, nein, nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Ja, das ist schön. Im hinteren Bereich der Waschhalle ist unsere Werkstatt. Hier findest du alles, was du an Werkzeug benötigst, um dein Fahrzeug instand zu setzen, wenn etwas nicht funktioniert. Im Falle einer leeren Batterie findest du hier auch Starthilfekabel. Am besten führst du jeden Morgen zu Dienstbeginn immer erst eine vollständige Funktionsprüfung deines Fahrzeugs durch. Okay. Oh, loading.
Okay, ich glaube, das Tutorial ist fertig. Ja, Leute, das war das erste Video zu Feuerwehr 2014, die Simulation. Und ihr habt hier das Tutorial des Spiels gesehen. Wenn ihr mehr Folgen von Feuerwehr 2014, die Simulation, sehen wollt, dann schaut auf meinem Kanal. In der nächsten Folge machen wir ein neues Spiel. Und dann sehen wir halt die richtigen Einsätze. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!